Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Ja, ja Mann, Color Splash, geil. Wir sind hier in der Reverse-Welt beim Leuchtturm im Holunder-Atoll. Und in diesem Leuchtturm wollen wir jetzt, ich bin so doof, wollen wir gleich rein. Obwohl, hier habe ich noch gar nicht die Flecken gemacht. Weißt was, ich gehe einfach, tschüss. Hier in der Ecke waren wir noch gar nicht. Hier ist gar kein Wasser. Das ist ein bisschen gruselig. Na, ich dachte, hier wäre eventuell etwas. Oh, upside down, gruselig. Huhuhu, buhu. Ach, Mist. Ich dachte, ich könnte mich eventuell drücken. Denn Mario ist ein Drückeberger. So, dir entkomme ich aber. So. Wobei es ja nicht immer schlecht ist, zu kämpfen, ne? Davon mal ab. Man kriegt ja auch was dafür. Aber manchmal habe ich einfach keinen Bock. So, wir müssen einmal wieder hier lang, weil ich so doof war, da runter zu springen. Aber dafür haben wir ja auch noch ein paar Farblosflecken restaurieren können. Ja, ich bin nämlich kein Klempner, ich bin Maler. So, apropos, das habe ich gesehen. Blim, blim. So, lass das. Das möchte ich nicht. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Geister, die ich platt mache. Da bleibt einem manchmal ja auch gar keine andere Wahl. Ich brauche Sprünge. Oh Mann. Ich brauche dringend neue Sprünge. So, beim nächsten Mal, wenn ich aber in der Stadt bin, werde ich... Warte mal, kann ich hier drauf... Geht das? Warte mal, das muss ich probieren. Das nächste Mal, wenn ich in der Stadt bin, werde ich mir aber nicht die Taschen voll kaufen, sondern dann halt nur ein paar. Damit ich noch Platz für andere Karten habe. Ich bin zu doof zum Springen. Alter, ich hab's doch gerade geschafft. Es geht nicht. Okay. Da ist eine Wand. Sie ist nicht sichtbar, aber sie ist da. Dann lass uns mal in den Leuchtturm. Oh mein Gott. Okay, ich weiß doch ungefähr, wo es lang geht. Oh mein... Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich werde sterben. Ah, aua. Hey, immerhin habe ich einen getroffen. Ah. Oh mein Gott. Sehe ich denn dann überhaupt etwas? Oder ist das nur ein ganzer Haufen Käfermeute? Ja, es ist ein ganzer Haufen. Ich glaube, ich nehme mal einen großen Hochhammer und einen Geist. Davon habe ich ganz viele. So. War irgendwie nicht so cool, oder? Hallo? Dein Ernst? Ach Mann. Ich habe Angst. Ich will nicht sterben. Mist, was soll ich denn machen? Wie wäre es mit einem Eisensprung und so einem Sprung und so einem Hammer? Ich gehe jetzt aufs Ganze. Was hat er gerade gesagt? Ich habe nicht hingeguckt. Verdammt. Wir gehen jetzt aufs Ganze. Wow. Das bringt gar nichts mit den Sprüngen. Ich bin so doof. Wie geht Paper Mario nochmal? Warum funktioniert hier nichts? Ich werde verrecken. Ich habe nämlich auch keine Dingste mehr. Hier, ich versuch's mal mit hiermit und damit und so. Ist halt echt kacke, wenn man alles vergessen hat, ne? Let's go! So geht das. Aber davon lassen sie sich auch nicht beeindrucken. Ich bin manchmal zu dumm zum Kacken.
Oh, ich muss. Ah, oh, jetzt! Jetzt fällt viel. Ja, saugt mich aus. Mir ist gerade eingefallen, wie die gehen. Jetzt gerade. Mann, ich muss die erst umschubsen mit einem Powerblock. Ich bin so doof. Okay, wann habe ich zuletzt gespeichert? Irgendwann in der letzten Folge. Das, ja, super. Gut. Ich mache hier mal einen Cut. Ich bin so doof. So, hier wären wir wieder. Ich musste 15 Minuten nachspielen. Ah, ich habe zwischendurch dafür nochmal gespeichert. Sollen wir vielleicht erst oben hell... Das ist ein Loch in der Mitte. Ich wollte sagen, sollen wir vielleicht erst oben hell machen, bevor wir hier runtergehen. Aber papalapap, da ist ein Loch. Verdammt nochmal. So, dann nehmen wir auf jeden Fall das und dann einen... Nee, Seriensprung vielleicht nicht. Aber ich möchte einen Eisensprung machen dann, wenn die so schön auf dem Rücken liegen, diese kleinen Mistviecher. Ja. Ich mach euch das kleine Lichtlein aus. Hoffentlich. Ja. Könnt ihr euch nicht bewegen, hä? Huh? Ich bin gar nicht gemein. Nein, ihr seid gemein. So, dann nehme ich einmal so einen Schuh und einen Wurfhammer und hoffe... Ne, weißt du was? Ich gehe auf Nummer sicher. Ich nehme zwei Wurfhammer. Diese kleinen, mistigen Mistviecher. Bam! Bumm. So, einmal noch. Oh Gott sei Dank. So geht das nämlich. Oh, hier sind ganz viele von den Viechern. Hilfe, 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 Hilfe. Tschüss. Ich sehe halt nichts. Ich hoffe, ich kann nicht außen rumgehen. Nein, 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 geht weg. Hier ist auf jeden Fall auch nicht. Ich versuche, dem zu entgehen, entkommen. Oh. Oh, so könnte man das natürlich... Es verbraucht viel Farbe. Aber ich sehe was. Wir scheinen immer wieder in Löcher zu fallen. Ja, wenn du vorsichtig den Boden um dich herum färbst, kannst du sehen, wo man gefahrlos langlaufen kann. Das habe ich jetzt auch gecheckt. Wir müssen diesen Weg nur finden. Ja, ja. Ganz schön löchrig der Boden hier. Ganz schön löcherig. Aber wir kommen näher, wir kommen näher. Ja, vorsichtig. Okay, hier nicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So viel Farbe, verdammt nochmal. Ich hoffe, hier sind wir sicher. Und dass hier nicht auch ein Loch ist. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Es ist wieder so unfassbar still hier, ne? Gott, ist das schmal hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es sieht aber hoch gut aus. Okay. Kann ich hier? Nein. Okay. Dann geht es wohl hier oben lang. Oder unten, eher gesagt. Je nachdem, wie die Perspektive ist. Mann, Mann, Mann. Hier muss echt mal restauriert werden. Und damit meine ich nicht farblich.
so ein löchriger Boden. Ich bin mir so unsicher. Mami. Bin ich jetzt oben? Ja, ich bin... Eine Glühbirne! Ja! Ausquetschen! Ausquetschen! Oh mein Gott. Aber wie cool. Wie cool das gemacht ist. Ja, ich hab vor lauter Aufregung vergessen vorzulesen. Warte mal. So, hier stand. Bringt elektrisches Licht ins Dunkel und schränkt das Sehvermögen von Sonnenbrillen. Verfechtern ungemein ein. Verächtern, nicht verfechtern. Verächtern. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt zurück in die normale Welt. Ist meine Farbe hier jetzt komplett weg? Okay, ciao, Kakao. Aber hier war doch noch eine Kiste, wo der Typ sagte, ne? Weißt du was? Ich versuche sie zu bekommen. Nur leider sehe ich nichts. Okay, hier ist Ende. Irgendwo war doch diese Kiste. Oder? Ach nee, die habe ich... Die war weiter oben und da habe ich sie kaputt gemacht, oder? Weißt du was? Nö. Nö. Ich will jetzt Licht in die Bude hier bringen. Und dann gucken wir gleich einfach in der Anderswelt, ob ich die Kiste erwischt habe. Ja, so geht das nämlich. Ja, wir können einfach hier runter und dann die Treppen hoch. Und diesmal speichere ich. Nicht, dass ich wieder irgendwie 15 Minuten nachspielen muss. Das wäre fatal. So viel Zeit habe ich nämlich gerade gar nicht. So, speichern. Yes. Dann gehen wir mal den Weg hier. Alle Wege führen zum Leuchtturm. So, hier kann man ja wunderbar lang spazieren, ohne dass was passiert. So, lass mal schauen, bitte. Hello. Ich muss mal kurz hier unten gucken. Siehst du, hier stand nämlich gar keine Kiste. Das hatte ich falsch in Erinnerung. Ja, da hat mich mein Verstand ausgetrickst. Die Kiste haben wir nämlich tatsächlich kaputt gemacht. Und zwar einen drüber. Hier stand die. Ja, hallo. Du hast die Kiste aufbekommen. Wie hast du das angestellt? Ja, blauer Rettetort Nummer 22 bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Hauptquartier. Nach Port Prisma. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Ich freue mich, dass es geklappt hat. So, guck nicht so traurig. Ich bringe jetzt Licht in die Bude. Mit einer Glühbirne. So, erstmal müssen wir das ausschneiden. Dieses süße kleine Viereck. Ja, komm, mach hinne. So, einmal einfärben. Let's go. Bam. Es werde Licht. Oh. Oh, wie schön. Also für den Aufwand hätte ich mindestens einen großen Farbstern erwartet. Oh yeah! Farbstern! Yeah! Ein Farbstern! Yeah! Okay. Sprichst du gar nicht mit mir? Doch. Das ist doch gleich viel besser. Danke, Mario. Ja, es ist so viel besser. I love it. Oh, ich möchte, dass die Disco-Musik weitergeht. Aber man hört sie ganz, ganz leicht im Hintergrund. Schön. Oh, Mario, dir geht's gut. Wir haben gerade einen Schrei aus dem Leuchtturm gehört. Ich dachte schon, jetzt könnte ich zur Abwechslung mal dich retten, aber es war am Ende wohl nur falscher Alarm.
Der Leuchtturm ist auch wieder in Betrieb. Dann können wir jetzt in die, in die Segel. Hm? Jetzt können wir jetzt die Segel setzen. Alles ist gut. Ja, alles ist gut. Alles ist gut. Oh, er hat uns gerettet. Das ist ja süß. Naja, zurück zum Schiff. Ja, ja, ja. Back to the Schiffy. Was für eine Party, Leute. Was für eine Party. Ich guck noch mal, ob unter Deck mein Herz noch liegt. Nee, das haben wir am Anfang des Levels eingesammelt. Schade, hätte ich gebrauchen können. Dann stechen wir jetzt in See und sammeln den kleinen Farbstern ein und dann sind wir happy. Und dann müsste es doch langsam mal zum Boss dieser kleinen Abschnittswelt hier geben, oder? Ich glaube, da hinten dieser Totenkopf ist sehr, aussagekräftig. Dieser bedrohliche Schädel, genau wie im Logbuch des Kapitäns, das muss die Schatzinsel sein. Wir haben der Irrsee strudeln und jetzt der Finsternis getrotzt und sind endlich hier. Wir haben es geschafft. Die Schatzinsel. Bäm! Ja! Huhuhu! Yes! Oh, danke schön. Genau das habe ich gebraucht. Nice. Und natürlich gibt es noch ein Level. Das müsste dann, denke ich, das letzte Level dieses Abschnittes sein. Die Dunkelheit verschwindet und da ist die Schatzinsel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir 100%? Nein, wir haben 97%. Verdammt. Schade. Irgendwo habe ich was vergessen. Vielleicht, als ich nachspielen musste. Who knows? Das sieht aber mächtig danach aus, als ob der blaue Abschnitt, da dieser lila blaue Abschnitt langsam vorbei ist. Da müssen wir unten noch den grünen Abschnitt machen und oben das orange-rote. Ich weiß aber noch nicht, wie ich da weiterkomme. Das werden wir aber gemeinsam herausfinden. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz herzlich fürs Zusehen, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr immer kommentiert und Däumchen gebt. Und das freut mich immer sehr. Und ein ganz besonderer Dank geht an meine Mitglieder, die mich auch finanziell etwas unterstützen. Und ganz, ganz, ganz besonders finanziell unterstützen mich da Northstar und Mikesen. Danke, danke, danke. Vielen lieben Dank. Ihr seid geil. So, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Bye, bye. Tschüss.